heurigen Frühjahrs- und Sommermode wurden jetzt bei der Modeschau der Republik China gezeigt. In erster Linie bunte Modelle, vor allem in Grün, Orange, Gelb, aber auch Schwarz-Weiß-Optik, wunderbar zu kombinieren für junge Damen, aber auch für die elegante Dame. Ein weiterer Trend dieses Sommers sind Kleider, die sehr figurbetont geschnitten sind, mit Einsätzen, die die Figuren noch stärker betonen, zum Beispiel schwarze Einsätze am Rücken oder schwarze Einsätze entlang der Hüfte bis zur Brust und auch Konträrfarben dazu. Ein weiterer Trend in diesem Sommer sind Jeans, das ist wohl ein ewiger Trend. Diesmal die Jeans wieder im Destroyed-Look, das heißt etwas, sie schauen aus, als wären sie kaputt, sie sind aber nicht kaputt. Das ist ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren, diese Jeans so herzustellen, als würden sie aufreißen, aufplatzen oder die Farbe heruntergehen. Es gibt aber als Gegentrend auch bei den Jeans die sehr elegante Linie. Wir haben sie heute in Weiß gesehen. Weiße Jeansjacken, weiße Jeanshosen, weiße Jeansröcke. Ganz besonders elegant mit Stickereien am Rücken, zum Beispiel in Form einer Blume und dazu die Blumenknöpfe. Bei Blumen bin ich schon beim nächsten Trend, der sogenannte Floral-Trend. Floral heißt Blumenmuster von ganz kleinen Blümchen bis sehr großen Blumen. In Seide für die langen Abendkleider für den Sommer, da haben wir ein Modell in Blau gesehen. Und die Schwarz-Weiß-Optik, die sich ebenfalls wieder auch in das Abendthema hineinzieht. Ein weiterer Trend dieses Sommers, Lederjacken speziell für Damen und Herren, denn wenn es kühl ist, braucht man eine Leder- oder eine Strickjacke am Abend, damit einem nicht kalt wird. Äußerst modisch ist alles, was mit Swarovski-Steinen verziert ist. Zum Beispiel die tollen T-Shirts, weiße T-Shirts aus bestem Material, drauf lustige Prints, zum Beispiel Schuhe oder auch Handtaschen mit echten Swarovski-Steinen. Diese echten Swarovski-Steine haben natürlich ihren Preis, aber es sind fast Unikate. Denn wenn Sie so ein T-Shirt haben, wird Sie jeder drum beneiden. Das waren die Trends des heurigen Sommers und ich glaube, es ist für jede Dame, jeden Alters etwas dabei.